Servus und habe dir wieder einmal aus dem Kronwelli. Jawohl. Hey, ich bin gerade dabei am Rüsten von der Säge, von der Blockbahnsäge, von der Logosol B751 Pro. Jawohl. Hey, ist ganz was Besonderes. Hey, schneiden wir wieder ganz was Besonderes auf. Da liegt der schon da. Und zwar, wer der kennt, ein ganz spezielles Holz, ganz selten. Das schneiden wir heute auf für den Hans, Hans Habateri. Schaut euch einmal das Holz an, was das für uns ist. Wer es weiß, schreibt es mal gleich in die Kommentare rein. Jawohl, das machen wir heute und ich würde sagen, da reden wir nicht lange umeinander. Ihr riecht sicher und dann hole ich euch wieder ab. Bis gleich. Schon nicht schlecht aus. Ja, schaut doch schon nicht schlecht aus. Jawohl. Warte mal, ihr seht es aber gut. Ja. Jetzt. So, jetzt erster Schnitt gemacht mit der Vorrichtung, dass wir da von den Olivenbaum Scheiben schneiden können, weil der Hans, nur mal merci Hans an der Stelle, dass ich da den Olivenbaum schneiden darf. Das ist eine große Ehre für mich, weil Olivenholz ist brutal selten. Schneidest nicht alle durch, sag ich mal. Und von daher, Dankeschön Hans, gell, dass ich das machen darf. Ja, der Hans will da 2,5 cm Scheiben haben. So ich auch schaue, wie ein Brotzeitbrettl. Und sagt man Brotzeitbrettl, nicht? Brotzeitbrett. Jetzt habe ich mal sowas gebastelt da, wenn man da Scheiben runterschneiden kann, weil normalerweise schneidest du da Längsholz, ja, Brettl und Balken und Zeug und wo. Alles Mögliche. Und jetzt, ja, Scheiben überschneiden ist auch schlecht, aber mit ein bisschen ja, Überlegung ist mir heute Nacht eingefallen. Schauen wir jetzt, ob wir da so 2,5 cm, also 1 Zoll, ja, 1 Zoll Scheiben überbringen. Jetzt der erste Schnitt schon gemacht, weil der ist oben ein bisschen schief angeschnitten. Den schneiden die gerade an, dann wird das auch schön ins Brotzeitbrill. Ne? Erster Schnitt gemacht und wunderbar. Schnitt ist wunderbar, schaut euch das wunderbare Holz an, es ist unglaublich. Und Röcher, oh, ein bisschen säuerlich,
Also habe ich noch nie gerochen, weil schneidet es da nicht auf, ein Olivenbaum. Wir schneiden schon einen Olivenbaum auf. Ja? Bei uns wächst er nicht. Ja? Aber der Hans ist oft in der Toskana und da bringt er solche Bäume mit. Da zeigt er saufen, ne? Der Hund. Jawohl, von dem her. Ach, wunderbar, gell? Also, ja, da würde ich sagen, spannen wir das Ding nochmal fest, gescheit, dass es mächtig dran hängt. Und dann fangen wir an, dass wir da ein paar Scheiben runterschneiden, oder? Was sagt ihr? Oder? Ja, Flali, was tun wir sonst, oder? Ich habe nur ein paar so Stamm, so kurze Brickel, da schneiden wir auch Scheiben runter und von einem schneiden wir Brädel raus. Ein paar Brädel gingen raus, der ist nicht mächtig, 15-20 cm. Das Stempel, da will der Hans nur 2,5 Brädel haben, also Linksholz. Das machen wir auch noch und dann schauen wir weiter. Und da, wenn wir jetzt da ein paar Scheiben runtergeschnitten haben, dann melde ich mich wieder zurück und dann schalte ich wieder rein. Jawohl, würde ich sagen, auf geht's. Wunderbar. Wunderbar.
gut eigentlich. Dieser Duft. Oh, riecht das gut. Ich habe jetzt da den nächsten gespannt. Zwei haben wir schon. Zwei von den Stempel haben wir schon. Wunderbar. Wunderbare Scheiben. Haben wir schon runtergeschnitten. Das ist ein bisschen dicker gewesen. Das ist praktisch einer gewesen miteinander. Also ein großer Stamm, der da und der, wo ich jetzt da angespannt habe. Das war ein Stamm. Den habe ich auseinandergeschnitten mit dem Motorsäge. Dass ich zwei Kitzene habe, dass es nicht so kopflastig ist, dass es nicht so schwingt. Und jetzt so zwei haben wir schon. Das ist Rest. Und das schneiden wir noch zu Bredel. Also längs halt. Und den Kameraden da, den schneiden wir jetzt noch zu Scheiben. Zwei der halber. Jawohl, gespannt habe ich ihn schon. Mein Exzenter. Der ging zu den selber bauten kleinen Anschlägen. Für große Sache, nicht? Ja, aber ein bisschen untergelegt, weil natürlich, dass der sauber, dass er nicht wuppelt, wuppelt sagen wir mir, nicht? Also dass er nicht lucher ist, ein bisschen untergelegt mit ein paar so Hützel, dass einfach die Zwischenräume sauber gepuffert sind, dass er nicht hin und her kann. Das ist ganz wichtig, weil sonst flattert der bei der Säge, obwohl die Säge eh ganz ruhig durchschneidet, da vibriert eigentlich nichts. Jawohl, dann haben wir es wieder geschafft. Den Stempel kann man bis zum letzten runterschneiden, gell? Ist einfach ein geiles Teil. Tut mir leid, das Ding ist einfach ein geiles Teil. Kannst du runterschneiden bis unten, ihr habt es ja gesehen. Wunderbar. Kein Problem. Wie gesagt, weiter geht's mit die Bredel. Wunderbar zierliche Bredel, 2,5 cm ungefähr. Wunderbares Holz. Dann haben wir es geschafft mit dem Projekt wieder mal. Olivenbaum aufschneiden in Scheiben. 2,5 cm, 1 Zoll.
geglückt, würde ich sagen. Jawohl, schaut euch das an. Und das haben wir aufgeschrieben zu Brell. Auch 2,5, also auch 1 Zoll, 2,5, auch wunderbar. Und wie geht das Ganze mit dem drum? Ich zeige es euch nochmal, ganz eine einfache Sache. Mit dem die Stamm klemmen und dann weiß ich da nichts mehr. Also, Fazit, haut hin und man braucht nicht allebei ein Mordstrum Zeug, dass man was bewältigen kann. Man muss nicht Mords ausgerüstet sein, man muss nicht Mords was auffahren, dass man was schaffen kann. Das kleine Drum gelangt. Da habe ich 3 davon gemacht, hat seinen Dienst da, ist mir in der Nacht eingefallen und vorhandene Sache genutzt, Exzenter genutzt, weil ich finde die Exzenter nach wie vor gut. Das kommt auch noch in ein Video, was die Logo Sol alles so besonders hat. Aber Bamscheiben habe ich noch nie gemacht, funktioniert einwandfrei, super, top, werde ich weiter so machen. Ja, jetzt bleibt es bloß noch zum Sagen, vielen Dank Hans für das wunderbare Projekt. Ich räume jetzt da noch ein bisschen den Saustall zusammen, weil ich gar nicht glauben, was die alles für Sechsspar macht. Gell? Ein bisschen so ein Stempel zusammenschneiden, macht es drum Sechsspar da, schaut euch das an. Ja, macht es drum Sechsspar. Aber du, ich überlege fast, dass ich es nicht zusammenräume, weil da riecht es erinnert, wie wenn es Olivenernte war. Wahnsinn. Ganz ein guter Duft und immer wieder eine Freude, sowas machen zu dürfen. Für mich, besonders für mich, ja, geht mir das jetzt auf, wenn ich alle mal wieder was Neues aufschneiden darf. Und jetzt waren es Baumscheiben, Brotzeitbrill und ein paar Lohn oder Brill. Jawohl, was mich interessieren darf, das darf mich brutal interessieren, das sage ich euch, das war ein Elefantenbaum. Ein Elefantenbaum würde ich auch gerne mal aufschneiden, auf meiner Logo soll, weil der so pfeift, weil das ist voll ganz schön krass, du. Also, das ist fast wie ein Eisen, möchte ich mal sagen, du. Der 6K-Jahresringe, ich glaube, dass die, du, manche Olivenbaum-Songs sind 1000 Jahre alt. Ich müsste es fast glauben, so irgendwelche Jahresringe benannt sind, die sieht gar nicht. Und hart ist das, unglaublich. Aber mit der Logo soll geht das. Jawohl. Elefantenbaum darf mich interessieren, weil der ist nun mal Hirter, sagen sie. Also, vielleicht hast du einen Elefantenbaum. Dann rühr dich, schreib in die Kommentare rein, dann schneiden wir ihn auf und schauen wir, was drin ist. In dem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute. Bis demnächst. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie gesagt, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Ganz wichtig, weil wenn das nächste Mal der Elefantenbaum kommt, wenn wir ihn aufschneiden, dann kriegt automatisch eine Benachrichtigung, wenn ihr abonniert habt, dass wieder ein neues Video drin ist. Eine gewandte Sache, sage ich alleweil. Von dem her reden wir nicht lange umeinander. Schöner Sonntag noch. Aber der ist Servus aus dem Grombelli. Und wo der Logo soll. Wunderbare. Wunderbare Scheiben.